Hallo, liebe Mutzis, wo der Podcast schauen oder hören, und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solo-Tour. Ja? Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff. Das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei. Und es wird an einigen Orten noch vorgeführt, sozusagen aufgeführt. Zum Beispiel 29. September in Vaduz, 5. Oktober in Chur. Dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-of. Das Beste aus 34 Jahren, so aus dem letzten Programm, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Lis, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jona, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfäffikon Zürich und dernière ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für diesen Termin und noch ein paar andere könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und großartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort jemand anders, wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja, freue mich riesig, kommt vorbei, www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! Kein Stress, nein. Gut, legen wir los. Willkommen. Vielen herzlichen Dank, bist du da. Ich frage mich jetzt gerade, soll ich dir Marc sagen? Soll ich dir Traufer sagen? Traufer. Traufer, sag gerade, wie du willst. Es spielt wirklich keine Rolle. Also, ja. Ist das noch oft so, weil du ja eigentlich mit deinem Nachnamen die zum Künstlernamen gemacht hast, dass dann die Leute sagen, der Traufer, da ist er ja. Das ist so. Ja. Sag, hey Traufer, komm mal schnell. Du Traufer. Ja genau, ja. Traufer, kann man noch schnell mit dir. Das ist so. Aber viel sagen wir auch Marc, es spielt eigentlich wirklich keine Rolle. Traufer, kannst du ein bisschen näher als Mick? Ich nehme das Mick näher zu mir. Ja. Das ist super, danke. Schon der erste Input von Christoph. So viel ist es noch nie gesehen. Ja, aber lieber am Anfang. Ja, ja. Christoph ist schon reingerätscht. Ja. Sehr gut. Du hast mir gerade gesagt, du kennst den Podcast. Das ehrt mich schon mal. Ja, nein, und auch die Comedy-Sachen, die du machst. Ich bin noch nie in einer Show gewesen, das gebe ich zu, aber das hole ich nach. Wirklich? Es ist eigentlich das gleiche umgekehrt. Obwohl, ich habe die schon gesehen auftreten. Oh, Achtung. Ja. Wo? Zum Beispiel bei Hello Again. Ja, sehr gut. Wirklich wahr? Ist auch nicht mehr. Ist auch schlimm. Ja. Ist auch nicht mehr, die Sendung. Ich bin dort auf dem Sofa gesessen und die haben schnell einen Song performt. Bist du der gewesen, wo der Fabien Rohrer auch war? Yes. Ah, wo ich mit dem Göllen Deppi war? Genau. Ah. Ich bin gegen ihn im Lip-Sync angetreten. Hast du gewonnen? Mhm. Ja, siehst du jetzt. Ist bei mir auf dem WC. Das goldige Mikrofon, ja. Sehr gut. Ja, darum, also ich muss jetzt mal ehrlich sein, wir haben eigentlich noch nie miteinander geschwätzt. Bis jetzt. Das ist richtig, ja. Mhm. Freut mich sehr. Es freut mich auch. Ich habe ja wirklich, wo Sony den Promoplan hat, geschickt, das ist jetzt 4 Jahre seit dem letzten Album. Und im letzten Album haben wir wirklich noch keine Podcasts gemacht. Und ich habe nur noch Podcasts gesehen. Dann habe ich gedacht, hey, was ist für eine hure Welt? Ehrlich, es ist alles nicht mehr, wie es mal war. Wenig Radios, viel Podcasts. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Und vor allem, es ist ja viel geiler. Man hat wieder mal Zeit, für miteinander zu reden. Darum finde ich Podcasts eben so geil. Weil ich habe lange beim Radio geschafft. Und wenn ich dann mal einen Gast gehabt hätte wie die, falls ich überhaupt die als Gast hätte und es nicht oft würde heissen, wir haben den Traufer als Gast,
drei Töne sind abgespeichert. Genau. So, das sind einfach irgendwie drei kurze Töne Antworten. Töne, Minuten 20. Ja, nicht länger. Eben, kurze Antworten von dir, wo ich dann irgendetwas muss drum herum bauen muss. Also, falls ich jetzt überhaupt einmal im Studio gehabt hätte, hätte ich mir dann aufnehmen und dann hätte ich nach einer Minute hätte ich sagen okay. Genau. Wir hätten gar keine Chance gehabt, miteinander zu reden. Nein. Darum ist ja schön, können wir das jetzt nachholen? Absolut. Ich habe früher eigentlich das Umgekehrte gemacht. Ich habe zum Teil so 20 Minuten, 30 Minuten Interviews gemacht. Einfach aus persönlichem Interesse. Und dann habe ich einfach die eineinhalb Minuten rausgeschnitten, die ich dann aufs Radio gehauen habe. Aber das ist ja dann, habe ich dann gemerkt, für die andere Seite ist das ja auch blöd. Weil du gehst dann da hin, du verlierst eine halbe Stunde. Ja, ja, also gut, Konzeptradio von den letzten Jahren ist halt so gewesen. Also das, ja, muss man halt irgendwie sich auch anpassen. Aber darum ist es cool und darum bin ich froh, darf ich heute hier sein. Das freut mich auch. Und wie du schon gesagt hast, die Welt hat sich verändert, auch in der Musik. Wie merkst du das sonst? Ja, mich interessiert es nicht so fest, dass da mit diesen Streams und so, aber das ist ja das grosse Thema. Man jagt mir da immer wieder Zahlen um die Ohren, wie viele Streams das man hat und wie viele Follower oder wie wenig oder, Geld das ja, gibt. Und oder wie wenig Geld das gibt und so. Für mich hat sich wirklich meine Welt als Musiker so ein bisschen auf das Live-Business abgebrochen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Also, weil dort spürst du es noch. Und dort kannst du auch nichts irgendwie Zahlen faken oder biegen oder zusammenrechnen. Das ist aber lustig, manchmal bekommst du so Abrechnungssachen, wo dann alles... Früher hast du CDs verkauft. Ja. Yeah. Und pro verkaufte Einheit, da war einfach eins gewesen. Und am Schluss hat es entweder Gold oder Platin oder dreifach Platin gegeben. Punkt. Mhm. Und mittlerweile wird das alles auf und abgerechnet und durch und da und Streams und hier und Downloads und Views und das gibt dann irgendeine normale Zahl, aber das ist irgendwie, es ist einfach schräg geworden, aber es ist anders und ich bin nicht einer, der sagt, früher ist alles besser gewesen, es ist heute einfach anders und man tut sich dem irgendwie wie anpassen. Ich glaube, das ist auch immer das Erfolgsrezept, egal in welchem Bereich, ist das, wenn man mit der Zeit geht, wo unaufhaltbar sich verändert, dann hat man überhaupt Chancen, Erfolg zu haben. Ja, und vor allem, es ist natürlich auch so, man muss auch sagen, es ist auch nicht immer alles nur schlecht. Also, gell, wo ich angefangen habe, vor ganz vielen Jahren mit Musik, dort hast du, wenn der eine oder der andere Musikjournalist, die hat wollen die unten behalten, dann hat er nichts über dich gemacht, du hast keine Chance gehabt. Wenn du im Radio DRS3 dann zumal noch einfach nicht stattgefunden hast, dann bist du einfach unten gewesen. Und das ist heute anders. Die jungen Künstler haben heute so viele andere Wege, für raufzukommen. Und das ist einfach nur grossartig. Also weißt, man kann nicht immer nur sagen, das ist früher besser gewesen oder das hat es noch gegeben. Und das. Man hat heute viel mehr Möglichkeiten, auch als Musiker. Ich glaube, durch das hat sich auch das Feld vergrößert, oder? Das ist ja eigentlich der Punkt. Früher hast du wie so zwei, drei grosse Player gehabt und jetzt kannst du halt 20, 30 mittel- bis grosse Player haben. Genau, genau. Und das bietet auch Chancen. Aber es ist nicht einfach immer nur alles schlecht. Ja, ich sehe dort eine grosse Parallele zur Comedy, wo das Live-Business auch das einzig Richtige ist. Klar, ich höre auch noch, wie irgendwie, keine Ahnung, Mittermeier damals CDs verkauft hat, aber auch das war nie die Ware gewesen, sondern es war effektiv gewesen, ja, kommen Leute an Shows. Ja, es ist ja allgemein auch so, auch bei den Feedbacks, die du sonst hast, oder bei den Reviews, die gemacht werden über dich, oder bei den Meinungen, die in den Zeitungen über dich verbreitet werden, die können, also das ist immer das, was mich noch so ein bisschen beruhigt. Du spürst es doch manchmal. Manchmal merkst du es, irgendwelche Radiosender wollen jetzt zum Verrecken einen Künstler pushen. Mhm. Und der wird nur geschwärmt. Und der ist alles nur gut. Und der ist alles nur brillant. Und es werden Vergleiche gemacht mit den grössten Weltstars. Ja. Yeah. Und am Schluss, und das ist das Schöne, das Publikum kannst du nicht verarschen und nicht bestechen. Da bin ich überzogen. Das Publikum ist am Schluss das, was Billett kauft, kommt und begeistert ist oder eben nicht. Mhm. Und wenn schon immer ein Billett kauft, dann kann im Radio oder in der Zeitung noch so manchmal geschrieben sein, das ist jetzt die neue Tina Turner oder das ist jetzt der neue Bruce Springsteen. Das ist Quatsch. Das Publikum entscheidet am Schluss, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist eigentlich das Beruhigende für mich an diesem Showbusiness. Das finde ich auch beruhigend, weil gerade zum Beispiel in der Musik gibt es ja immer wieder mal Menschen mit wahnsinnig viel Geld, die einfach entscheiden,
ich werde jetzt Popstar. Genau. Und dann wird die ganze Maschinerie angestellt und man hat gute Produzenten und man hat natürlich hochprofessionelle Videoclip und was weiß ich. Aber am Schluss interessiert es dann trotzdem es funktioniert nicht. Ja. Du kannst zwar mal ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, aber für das du nachher so irgendeine Karriere kannst aufbauen, braucht es dann halt zum Glück doch noch ein bisschen mehr. Definitiv. Und bei deiner Geschichte möchte ich jetzt zurückgehen, dass du mir erzählst, einerseits das Musikbusiness hat sich verändert. Du hast dich natürlich auch verändert in, wie lange machst du jetzt Musik? Ja, ewig. Wirklich lang, zu lang, eigentlich zu lang. Also du hast angefangen mit einer Band. Mit einer Band, jawohl, als ich noch in der Schule war, also wirklich so 16. 16 haben wir die Band Airbag gegründet und haben einfach lokal angefangen zu spielen und haben lokal relativ schnell nachher so ein bisschen wie eine Fangemeinde, das waren natürlich alles nur Freunde und Kollegen, aber die haben es vor allem auf einmal nicht scheiße gefunden. Also weißt du, mit irgendetwas anfängst und dein Umfeld mal nicht grundsätzlich dumm findet, hast du ja schon mal, weißt schon mal, es könnte eventuell, musst du nicht wieder aufhören. Und dann hat es nachher, etwa 2-3 Jahre später habe ich wirklich dann schon gefunden, hey, jetzt melde ich einfach mal unsere Band an jegliche Musikwettbewerbe in der ganzen Schweiz an. Einfach alle, die ich gefunden habe. Yeah. Ich habe einfach irgendwie geschaut, was gibt es so. Goldige Scheinwerfer in Spreitenbach hat es dann gegeben. Wir haben den kleinen Privalo hat es dann noch schon gegeben. Yeah. Und wir sind überall ins Finale gekommen und wir haben eigentlich, Swiss Top war schon so auf dem Radio DRS1 gewesen, und wir sind überall ins Finale gekommen und die meisten haben wir sogar gewonnen. Und dann hat es gezeigt, mal das, was wir machen, das könnte eventuell etwas geben. Und wir haben natürlich dann nachher relativ schnell relativ grosse Träume entwickelt, die sich nicht bewahrheitet haben. Zum Glück. Zum Beispiel? Ja, man hat natürlich den schon irgendwie, man hat den Plattenvertrag bekommen. Und nachher, ich weiss noch, ich habe ja ursprünglich Maurer gelehrt. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Lehre angefangen als Ofenbauer. Ofenbauer? Ofenbauer, ja. Gibt es das als Lehre? Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz schöner Beruf. Und dann ist die erste CD von Airbag in die Hitparade gekommen. Auf Platz 50. Mhm. Habe ich die Lehre abgebrochen. sorry, ich war in der Hitparade. Meine Mutter hat fast durchgedreht, ich sage das. Wirklich, mein Bär und meine Mutter haben fast die Schrauben gemacht ab mir. Ja, und, aber irgendwie, so bin ich halt gewesen, so bin ich heute immer noch. Einfach machen. Ich habe dann gefunden, dass jetzt stehen wir an der Schwelle zum ganz grossen Ding. Ich habe gerade die Lehre abgebrochen und es ist dann halt gleich nichts daraus geworden. Also, was du vorher gesagt hast, finde ich spannend, dass ich sag immer, irgendwie auch Leute, die irgendwie in der Comedy anfangen und so, es ist nie einfacher, wie die erste Show auszuverkaufen. Weil eben Freunde, Verwandte etc., ja. Die kommen alle. Alle. Aber und die sagen kommen, alle, es ist gut gewesen. Eben, aber die kommen im Normalfall, kommen sie einmal und du musst ja dann schon wieder etwas Neues haben, damit sie dann wiederkommen. Und irgendjemand dort muss es ja dann den Switch geben von den Menschen, die dir noch sind, zu, ich weiß noch, wo das erste Mal ich so eine eben Ticketliste angeschaut habe, von Comedy im Balz hat das geheißen, wo wir gemacht haben. Und dann sage ich zu meinem Kollegen, hey, ich kenne etwa 20 Leute auf dieser Liste nicht. Und er so, ich sicher auch etwa 10. Und dann ist so der erste Moment. Das ist ein geiles Gefühl, oder nicht? Mega, weil du sagst, jetzt kommen tatsächlich Menschen. Fremde Leute. Die du nicht kennst. Aber aus irgendeinem Grund kommen sie, ja, oder? Genau, und, das ist so. Und der Switch ist bei euch gesehen, wo du die Preise gewonnen hast? Genau, wo wir den kleinen Privalo haben gewonnen, ist natürlich nachher schon so eine Rutsch mal passiert und haben nachher wirklich dort dürfen in der Schweiz umreisen schon und ein Konzert spielen, aber einfach alles auf sehr bescheidenem Niveau, das ist klar. Ja. Yeah. Okay. Aber hey, gut da. Also weißt du, du hast dort die Sporen abverdienen, du hast dort Fehler machen, du hast dort die auch dumm benehmen und noch keine Konsequenzen gehabt. Das ist für mich, also weißt du, ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht funktioniert hat. Ich bin heute unglaublich dankbar für den Weg, den ich gemacht habe. Mhm. Ich habe bis heute kein grosser Hit. Weißt du, so ein Hit? Einer, der kommt und bollet ohne Ende. Yeah. Ich kenne sehr viele Musikerkollegen in diesem Land, die das mal hatten oder die zum Beispiel mit so einem riesen Song ganz weit rauf sind. Mhm. Und wenn du, ich glaube, wie das Ding ob dir hast und du bei jedem Song, den du schreibst, immer denkst, ja, also
Er ist nicht so wie der. Yeah, ich bin jetzt auch brutal und das habe ich nicht. Ich habe immer ein paar Songs gehabt, wo ich funktioniert. Ich habe schön Schritt für Schritt wachsen mit dieser Karriere. Mhm. Und ich bin dankbar, bin ich nicht von 0 auf 100 irgend. Ich bin froh, hat es die Fernsehshows noch nicht gegeben, denn, als ich jung war. Wirklich dankbar. Ja, und vor allem auch Social Media ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, wenn du zu früh zu viel Werbung machst, sozusagen, aber wie noch nicht das Produkt dahinter. Du bist noch nicht parat. Stimmt, ja. Genau. Das denke ich manchmal, wenn du so da die Voice auf irgendetwas und Deutschland sucht, weiß auch nicht was. Yeah, yeah. Das sind so junge Leute, die sich selber noch nicht. Also weißt du nicht, ich mag das jedem gönnen. Mhm. Ich finde das ja grossartig, wenn der Traum. Wie gesagt, ich wäre dort auch gegangen. Yeah. Garantiert. Aber ich bin froh, hat es nicht gegeben, weil du bist gar nicht parat für das, was nachher passiert. Und, yeah. Und darum finde ich es noch cool, habe ich dürfen wachsen mit der Zeit. Ja, ich sehe das immer so als so Kurve, wo ich immer so denke, entweder kannst du wahnsinnig früh einmal so richtig in die Höhe schnallen, aber ziemlich genau schnell dann auch wieder so runterkrachen, oder du kannst halt wirklich so einen wohligen Berg, sage ich jetzt mal, genau. kreieren. Und der ist dann halt ein bisschen massiv und die Basis ist auch viel breiter. Das heisst, wenn es in dem mal ein bisschen runtergeht, kannst du noch immer noch auf einem sehr guten Level wieder raufgehen. Genau. Wenn du sagst, es hat nicht funktioniert, erstens muss man das irgendwann realisieren. Was ist das für ein Moment gesehen? Und zweitens muss man dann irgendwann auf das auch reagieren. Was ist das für ein Moment gesehen? Ja, also das, was nachher am Schluss ist passiert, wir haben die Band nachher aufgelöst. Wir haben zwar in der ganzen Schweiz dürfen Konzerte spielen, wir haben auch irgendwie den einen oder anderen Saal gefüllt. Wir sind auch mal bis auf Platz 15 oder 16 dann mal vorgekommen mit einem Album. Also für uns, oder? Das ist ja immer alles ein Erfolg. Oder? Yeah. Jeder Schritt, der nach vorne geht, ist ein Erfolg. Aber wir hatten zwei in der Band gehabt, wir waren Kollegen. Also wir waren Schulfreunde, wir sind alles Freunde gewesen. Also wir haben zum Beispiel unserem Bassist haben wir aus der Bandkasse einen Bass gekauft, der hat gar nicht können Musik machen. Und der ist dann Bassist geworden von uns. Darum sind wir auch so schlecht gewesen. Und der hat immer gesagt, weißt, ich könnte nie Musiker werden. Wenn es Airbag nicht mehr gibt, dann reicht das, was ich da mache, nicht für Musik können zu leben. Also hat er sich dann irgendwann entschieden, den beruflichen Weg einzuschlagen. Mhm. Und auch die anderen Kollegen haben gesagt, ja, nein, wir setzen mehr auf den Beruf und weniger auf die Musik. Das war für mich sehr hart gewesen. Also, als wir Airbag haben aufgelöst haben, hatte ich das Gefühl gehabt, es wäre einfach mehr drin gelegen. Es hat doch funktioniert. Oder? Yeah. Ich sage immer, ich weiss noch, wo ich dann als Traufer angefangen habe, mal ein Konzert gegeben in Aargau, in Wohlen, im Kursaal, ich weiß nicht, wie das geheissen hat. Das Kantiforum. Ja, keine Ahnung, okay. Irgendwie so etwas. Und dort sind 12 zahlende Gäste gekommen. Mhm. Oder wenn du dir das vorstellst, jeder normale Mensch muss in dem Moment eigentlich sagen, es ist gut, ich höre auf mit der Musik. Das ist für mich ein gutes Solo, also weißt. Ja, nein, aber weißt du, nein, mit 12 Leuten, also yeah. Eigentlich musst du dann ja wirklich sagen, okay, das will niemand sehen. Der Punkt ist aber an dem Abend, das war für mich so ein Punkt gewesen, wo ich ja gewusst, das kann noch nicht das Ende sein, die 12 Leute, es ist keiner heimgegangen. Mhm. Die Stimmung ist immer wie besser geworden. Und wir haben am Schluss eine riesige Party gehabt mit diesen 12 plus die ganze Crew, die noch hinter der Bar gearbeitet haben und der Türsteher und alle. Yeah. Und ich habe mir überlegt, wenn ich im Stand bin, die 12 Leute zu unterhalten, dann wäre ich doch auch im Stand 120 Leute zu unterhalten. Dann wäre ich auch im Stand 1200 zu unterhalten. Mhm. Und an dem habe ich mich sehr geklammert. Und es ist lang gegangen, bis es dann funktioniert hat. Also mir hat meine Mutter, meine Familie, meine damalige Frau, es haben mir eigentlich alle gesagt, hör auf. Yeah. Hör auf mit Musik machen, das bringt es einfach nicht mehr. Das will niemand hören. Und irgendwie habe ich mich immer an diesem Abend in Wohlen festgeklammert. Und habe gesagt, wenn ich die 12, ich glaube, wenn dann 3 wären davon gelaufen, gibt es mich heute nicht mehr. Nein, wirklich? Ja, aber es braucht ja immer irgendeine Motivation,
dass man das macht. Oder? Weil eben, es, wenn wir von dem Weg reden, den wir vorher gesagt haben, wenn es zu früh durchstartet, dann kannst du es nicht handeln. Und irgendwie eben wird dann der Druck wahrscheinlich auch zu gross, irgendwie gerade rechtzeitig Sachen nachzuschieben. Und, also, es ist einfach schwieriger. Ja? Ich sage nicht, dass es nie möglich ist, aber es ist schwieriger. Ja. Der andere Weg ist aber halt zuerst wahnsinnig schwierig, weil eben, es braucht ja Gründe, dass man es weitermacht. Oder? Und in den verschiedensten Bereich sehe ich das immer wieder, wie so Leute unglaublich motiviert nebeneinander kommen und sie wollen loslegen und dann geht es aber nicht schnell genug und dann hören sie wieder auf. Und dann gibt es eben andere, die in irgendeiner Art und Weise eine Vision haben, eine Motivation, wo sie sagen, ich kann zum Teil gar noch nie erklären, warum, aber ich weiß, dass das irgendwann irgendwie klappt. Ja, ich glaube der ganz, ganz stark an die drei Punkte Mut, Fleiss und Glück. Also es ist, du musst Mut haben, etwas anzureissen. Also du hast irgendwann noch müssen sagen, ich mache jetzt ein Comedy. Ich finde mich noch relativ lustig, hast du irgendwann gedacht, oder? Ja, oder nicht, sonst machst du das nicht. Yeah. Und dann brauchst du den Mut zu sagen, ich mache jetzt ein Comedy-Programm. Mhm. Und dann braucht es einfach Fleiss, und zwar ohne Ende. Ganz, 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 ganz viel Fleiss. Und wenn du am Schluss das Glück nicht hast, dann bollet es nicht. Ja. Yeah. Oder? Es braucht alle drei Sachen, da bin ich überzogen. Und ich habe verdammt viel Glück gehabt in meinem Leben. Wirklich. Yeah. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Aber ohne Fleiss, das ist wie du sagst, es gibt so viele talentierte Leute, die irgendwie nach zwei Jahren herschmeissen. Es gibt auch viele talentierte Leute, die nach 10 Jahren herschmeissen. Aber im 11. hat es funktioniert. Mhm. Und das finde ich, das kann ich fast nicht, nicht handeln, wenn ich jemandem zuschaue, der so viel Talent hat, der so gesegnet wäre mit allem, was es braucht für eine Karriere und im 11. Jahr daheim auf dem Sofa hockt und sagt, ja, Musikszene ist scheiße. Das finde ich ganz schlimm. Ich glaube auch, der Fleiss ist eigentlich das, was ich gemeint habe mit der Motivation, nämlich ist immer die Frage, gibt es bei talentierten Leuten, gibt es irgendwie so eine Karriere, wo du sagst, okay, die sind jetzt tatsächlich, keine Ahnung, 80 geworden und es hat nie geklappt. Aber ich kenne nicht so Geschichten, sondern im Normalfall ist es wirklich entweder eben, sie haben irgendwann aufgegeben oder es hat irgendwann geklappt. Genau. Ja, du musst den Biss haben. Ja. Yeah. Und du musst es machen. Machen. Das ist vor allem das Hauptthema. Machen, auch mal scheitern, auch mal den Ring anschlagen, hat es halt nicht funktioniert. Ich sage dir, ich habe eine Band zusammengestellt, wo ich angefangen mit Traufer. Das sind alles Profimusiker gewesen, also wirklich eine gute Band. Mhm. Mein Produzent hat mir der geholfen und dann haben wir ein Konzert gemacht, das ist, ja, das ist genau das, das war die CD-Taufe gewesen. Wer ist gekommen? Alle Freunde, alle Wegbegleiter, alle, yeah. in der alten Most im Mühlenturnen. Ah, herrlich. Ja, herrlich, ja, oder? Ja. Kleiner, feiner Club, 150 Leute, glaube ich, gehen da rein. Voll war, Bombenstimmung. Am Freitag. Am Samstag haben wir an der AMA gespielt. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, ich mache immer alles. Also ich sage nicht, ich spiele jetzt nur noch in den angesagten Club, sondern wenn mich jemand bucht an irgendeiner Gewerbeausstellung, dann gehen wir dort an. Mhm. Und das haben wir gemacht. Dann sind wir an der AMA gewesen. Hey. Was ist der AMA? Nur schnell. Das ist eine Gewerbeausstellung in Aarau. Okay. Also schlimm. Und wir haben dort gespielt, wir haben eine Anlage aufgestellt, weißt, und haben wirklich... Und dann hatte es so Tische, gehabt, so Festbänke, oder? Und es ist einfach niemand gekommen. Und die Leute, die drinnen waren, haben eigentlich in Ruhe essen. Ja. Haben immer gerufen, das ist zu laut. Und meine Band, und da bin ich extrem stolz drauf, das ist die gleiche Band, die mit mir bis in den letzten Grund gestürzelt ist. Yeah. Aber die Band hat sich an diesem Abend die Blicke zugeworfen und ich war sicher gewesen, dass die den Battle herschmeissen und nächste Woche nicht mehr bei mir spielen. Also es ist, und das erzählen wir uns aber heute noch, das war wirklich das schlimmste Konzert von unserer Karriere gewesen. Aber auch das, es gehört dazu, du musst ab und zu Dreck fressen, du wirst ab und zu den Ring anschlagen und dann kommt es nur darauf an, ob du aufgibst oder nicht. Und was hat deine Band dazu bewogen, zu bleiben? Ja, ich glaube, schlussendlich war es auch das gewesen, dass ich den einzigen Tisch, der dort gehockt und die paar, die sie rumgestürfelt, dass man die irgendwie
gleich können begeistern. Ich bin natürlich, ich gehe immer auf Konfrontation in dieser Situation. Der, der immer gerufen hat, es ist zu laut, ich will in Ruhe essen. Ich bin einfach irgendwann runter, samt dem Mikrofon, neben dem gehockt und gesagt, hey, was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Das steht ja da überall gross angeschrieben, dass Live-Musik ist. Dann sagt er, ja, es ist ja gar nicht so schlecht. Yeah. Weißt du, dann hat man dort einfach irgendwie den Weg gleich gefunden. Ich glaube, sie haben immer an meine Entertainer-Qualitäten glaubt. Meine Band hat immer auch irgendwie das Gefühl gehabt, es könnte funktionieren. Die Entertainer-Qualitäten sind ja auch etwas sehr Entscheidendes, wenn es eben um live geht, oder? Weil du kannst der beste, talentierteste Musiker und Sänger sein, aber wenn du jetzt einfach nur irgendwie auf einem Stiele hockst und mit geschlossenen Augen für dich die Musik abspielst, dann kann wahrscheinlich auch nicht so ein Momentum entstehen. Weil dann kannst du einfach gute Musik rausbringen, aber dann kannst du wahrscheinlich nicht riesige Live-Shows spielen. Ja, ich glaube, das ist gerade in meinem Fall, das höre ich ja immer wieder, beziehungsweise ich weiss das, dass ich kein brillanter Sänger bin. Also weißt du, es gibt in der Schweiz 1000 bessere Sänger als ich bin. Es gibt auch 1000 bessere Komponisten. Uns wird viel vorgeworfen, ja, es ist ja nur CDG, aber es sind jetzt halt einfach die Griffe, wo die Welthits geschrieben sind worden. Also weißt du, was ich meine? Es geht ja um das, dass du entweder dein Zeug eben gut auch kannst verkaufen auf der Bühne, also dass du ein Entertainer bist und vor allem, dass du die Leute berührst. Es geht nicht um Major G7 und irgendwelche Jazzschulabschlüsse. Oder es geht darum, ob du die Leute berührst oder nicht berührst. Und das, ja, das scheint bei uns im Moment jetzt zu klappen. Hast du das Gefühl, dass eben wegen dem CDG und so Sachen, dass du irgendwie zum Teil belächelt wirst, trotz dem wahnsinnigen Erfolg? Ja. Aber da muss man ganz ehrlich gesagt sagen, das hat mich natürlich am Anfang extrem gestört. Und man hat dann irgendwie als Musiker vielleicht auch die Hoffnung. Und irgendwann verkaufst du am meisten CDs und Billets in einem Jahr in diesem Land, also inklusive alle internationalen. Du bekommst 2 Swiss Music Awards und du merkst, sie lächeln immer noch. und dann merkst du, das spielt gar keine Rolle. Und dort sage ich natürlich, das ist im Erfolg geht es viel einfacher, darüber zu stehen. Mhm. Weißt du? Also das ist mir heute wirklich gleich. Ich weiss, dass viele in der Szene lachen und ja, und da Mühe mit den Kühen und sättige Scheissrecken und Geissenbäder. Und mir spielt es keine Rolle mehr. Also es ist mir gleich, weil solange die Leute, und ich mache eigentlich nur noch Musik für die Fans, nur noch Musik für die Leute, die mich toll finden. Mhm. Ich kann mit dem Genre-Denken nichts anfangen. Ich kann mit dem nur das ist gut oder nur das. Darum beeindrucken mich ja die Jungen so. Ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, bis vor einem Monat habe ich ja einen 21-jährigen Sohn, eine 18-jährige Tochter, wo ich manchmal wirklich den Glauben an die Jugend ein bisschen verliere. Nein, wirklich. Also, du musst wirklich sagen, hey, auf welchem Zylinder läuft es bei euch nicht rund? Weißt du, was ich meine? Und habe wirklich so ein bisschen die Generation Z, wo ich irgendwie gefunden habe, ja, hey, was ist eigentlich bei euch genau? Und dann habe ich eine Anfrage bekommen für Energy Air zu spielen. Und ich habe ganz klar im Management gesagt, das könnt ihr vergessen, das kann ich nie im Leben. Oder weil ich meine, die hören nicht drauf, die finden das nicht cool, oder? Yeah. Die hören ganz andere Sachen. Dann ist es zurückgekommen, ja nein, aber sie wetten die unbedingt. Und dann habe ich eigentlich in einem Anflug von Übermut habe ich ja gesagt. Und dann ist das immer näher und näher gekommen und dann habe ich mit meiner Band mich vorbereitet auf das Konzert und ich habe wirklich meiner Band gesagt, es kann einfach sein, dass wir zuerst mal jetzt richtig auspfiffen werden. Weil ich habe mir so vorgestellt, dass sie 17, 18-jährige Leute aus Zürich, Basel, Bern, die denken, was ist das für ein alter Klaus dort oben? Und vor allem, was macht der für Huren? Warum schunkelt der so dumm hin und her mit seiner blöden Handorgel? Weißt du, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich wirklich in Thun, 20'000 junge Leute, ich bin dort auf die Bühne rausgestürfelt und wir haben innerhalb von 14 Minuten, was ich dort erlebt habe, die Leute
Ich habe natürlich gefragt, wer von euch geht gerne schlitteln? Wer von euch hat gerne Après-Ski? Und ich habe in dem Moment wie das Gefühl gehabt, dass in den Hirnen von diesen jungen Leuten 20.000 Mal hat es gemacht. Und dann haben die alle auf Après-Ski umgestellt, weißt du? Yeah. Im Kopf. Und gesagt, hey Après-Ski! Weißt du? Und sie nehmen sich das, was sie wollen für ihre Situation, die sie gerade haben. Yeah. Sie sind viel offener. Yeah. Die Jungen sind viel offener. Die haben mich dort empfangen mit einer Wärme und einer Offenheit, die ich nie geglaubt hätte. Und ich war wirklich, wirklich überwältigt gewesen. Weil, sind wir ehrlich, wo wir sind jung waren, hast du Rap gehört und dann hast du ein Käppchen der Freitag auf dem Öpfel und hast alle, die Rockmusik haben gehört, doof gefunden. Mhm. Oder wenn früher einer mit einem AC/DC-T-Shirt wäre an ein Helene Fischer-Konzert, hätten wir ihm eins auf die Schnur gegeben. Yeah. Weißt du, was ich meine? Es hat so das, entweder bist du ein Heavy gewesen oder bist du ein Rapper gewesen. Und das dumme Genre-Denken, das gibt es nicht mehr. Die Jungen haben das nicht. Die sagen, heute machen wir Après-Ski, heute hören wir Helene Fischer. Yeah. Morgen gehen wir irgendeinen Rapper hören ins Hallenstadion. Weißt du, was ich meine? Und das ist beeindruckend. Yeah. Yeah. Das, ich bin seit diesem Abend in Thun bin ich so Fan von Generation Z, weil sie nicht so blöd Kästchen denken haben, wie wir hatten. Ich glaube, das hat auch wirklich die letzten Jahrzehnte gebraucht, wo es eben noch die, ich sage jetzt mal, Segmentierungen gegeben hat. Krass. Und ich glaube, jetzt kann wie nicht mehr viel nochmal Neues entstehen, wo man sagt, ah, ich bin jetzt entweder das oder das, sondern ich glaube, im Podcast habe ich sogar mal erzählt, ich habe jetzt irgendwie Lehrabschluss 4 habe ich gespielt, Schreiner, also und Schreinerinnen, und wo die dann Diplom gekriegt haben, sind jetzt einfach 30 komplett unterschiedliche Typen. Also wirklich von 80s, New Wave zu Beatzer, was weiß ich, oder? Alles Mögliche auf einer Bühne. Und die sind alle so, eben, keine Ahnung, 18 bis 20 Jahre alt gesehen. Nee, aber das und, ist doch... Und dann habe ich so gedacht, eben, früher hast du gesehen, entweder hast deine Augen schwarz geschminkt oder eben hast du ein riesen Käppchen angehabt und so Hosen. Und viel genau. Mehr hat es nicht gegeben. Nein, ja, vor allem du hast dich müssen entscheiden. Ja, ja. Oder? Und dann bist du auf dem Schulhof eben mit der grossen, ganz grossen Carhartt-Hose, mit dem Skateboard. Genau. Bist du rumgefahren, oder? Und bist der Coole gewesen. Ja. Und daheim habe ich immer Roxette gelassen. Aber ich habe das niemandem gesagt. Nein, aber weißt du, was ich meine? Wir haben Gott verdammt, H-Blocks und Limp Bizkit und all das Zeug hat man gelassen, weil es ist cool war. Ich habe es auch nicht wirklich schlecht gefunden. Das hat mir schon ein bisschen gefallen. Rage Against the Machine. Mhm. Oder? Das war grossartig gewesen. Aber nebendran habe ich immer noch Peter Reber gelassen und Roxette. Aber das hätte ich nie jemandem gesagt. Yeah. Und das finde ich so grossartig, dass das heute bei den Jungen einfach egal ist. Die haben auf ihrer Playlist die bösesten Gangster drauf und die härteste Metalband und eben irgendwie noch Beatrice Egli mit «Mein Herz, es brennt», weil es gerade irgendwann in einem Moment mal gestummen hat für sie. Yeah. Und das ist doch einfach nur toll. Ich finde das grundsätzlich wahnsinnig wichtig, dass man... Wie du sagst, wenn du früher noch daheim im kleinen Rockset gelost hast, dass man so aufs Innerste sich probiert auch zu achten und dann auch einfach das zulässt. Also weißt du, ich habe zum Teil das Gefühl, Menschen tun auch unterdrücken, wenn sie etwas geil finden, oder? Was bei dir früher zum Beispiel mit Rockset gesehen, du hast nach außen hast unterdrückt, du hast nur für dich gemacht, oder? Sie sind viel näher bei sich selber, habe ich das Gefühl, die jungen Leute. Mhm. Oder? Also mir fällt das ja auf, wenn ich wirklich eben so in dieser Szene mich manchmal muss bewegen in dieser Show-Szene, oder? Da gibt es so viele Leute, die so scheiße nett sind zu mir, wenn ich sie alleine irgendwo treffe. Ja. Yeah. Aber wenn du an irgendwelchen Shows bist, wo alle rumstürfeln, sag es dir nicht einmal hoi. Oder? Und dort muss ich wirklich sagen, das ist ja genau das. Das ist genau das, wo ich wirklich für die junge Generation einfach glücklich bin, dass die handeln das einfach kann. Yeah. Und für dich jetzt der Energy Air Moment braucht. Vorher hast du gedacht. Ich glaube schon. Nein, wirklich. Ja, Kopf, Teli müssen 43 werden, bis das 20 geht ist. Und ich habe wirklich manchmal schon einen anderen Blick auf meine Kinder seit dem Tag. Ja. Yeah. Es war so geil gewesen. Ich muss dir nachher ein SMS zeigen, das mein Sohn hat bekommen. Das musst du fast vorlesen.
Kann ich mein Handy haben? Das wirklich, darf ich das? Ja, in meinem Podcast. Das ist ja eben, das ist ein Podcast. Kannst machen, was du willst. Finde ich wirklich einen riesen Moment. Das ist Podcast-Fan. Das gibt es schon nie mehr. So, jetzt musst du das hier schauen. Ja. Yeah. Das ist ein SMS, ein WhatsApp, das mein Sohn hat bekommen. Mhm. Am Tag, wo kommuniziert worden ist, dass ich am Energy Air spiele. Yeah. Und dann schreibt ihm ein Kollege, Alter, muss die Bär wirklich ans Energy Air kommen? Ein Kollege schreibt das meinem Sohn. Die sind etwa beide 20. Yeah. Dann schickt er ein Fragezeichen. Und dann, was schreibt er? Nein, aber ist jetzt einfach nicht ganz die Lieblingsmusik von Jugendlichen. Okay. Und das hat er geschrieben am 9. 9. September. Da schreibt okay. Dein Sohn, geht im Fall, aber okay. Oder so. Er tut sich ein bisschen rausschnurren. Ja, ja. Mein Sohn ist ein bisschen behindert. Und er, was schreibt er am 11.? 11. Muss mich da korrigieren, die Bär ist etwa der geilste Act von allen gesehen. Weltklasse. Das ist doch Weltklasse. Yeah. Und mein Sohn hat mir es natürlich auch erst geschrieben. Weißt du, wie ich meine? Er hat mir ja auch nicht geschrieben, hey, wir schleifen Kollegen an, dass du im Energy Air bist. Er hat mir es ja auch erst geschrieben, wo klar war, dass es okay ist. Yeah. Ja, aber das ist doch irgendwie, das ist doch einfach geil. Ja, vor allem die Einsichtigkeit zu sagen, ich korrigiere mich. Das ist grossartig. Nicht eben einfach aus systematischem Denken zu sagen, ich finde es eh scheiße. Genau. Yeah. Genau. Ja, die Welt dreht. Krass. Zum schnell zurückkommen auf, wie du sagst, wenn man erfolgreich ist, ist es viel einfacher, das zu machen, was man macht und dann nicht gross auf die anderen zu hören. Aber in der Zwischenphase bist du dann gleich noch immer, wo du sagst, ich finde das bei Musik immer sehr spannend. Probiert man dann eben zu reagieren auf, was Leute einem sagen aus dem Umfeld oder was Leute einem sagen an Konzert oder denkt man, nein, ich mach sowieso mein eigenes Ding. Ich kann mir vorstellen, dass dort das Hirn oft irgendwie in verschiedene Richtungen geht. Nein, also ich glaube, der Punkt, und wo schlussendlich auch das dann hat ausgelöst, was es jetzt am Schluss hat gegeben, ist, musikalisch bin ich immer diesen Weg gegangen. Ich bin immer mir treu geblieben. Yeah. Weil ich habe gemerkt, dass es draussen an den Konzert funktioniert. Wir wissen heute, auf Platten funktioniert es nicht. Also, wird zwar gekauft, aber wir werden nicht im Radio gespielt. Eigentlich nie. Und das ist aber auch der Musik geschuldet, wie die Musik daherkommt. Das ist eben nicht so. Es geht nicht in den Brei rein, wo man heute im Radio muss haben. Aber dort bin ich immer straight gewesen. Wirklich, ich habe immer das gemacht, aber halt, weil es mir gefällt. Ich meine, weißt, ich unterhalte gerne Leute. Und yeah. Wenn ich auf der Bühne stehe und ich sehe glückliche Gesichter und ich sehe so viele Leute, die das Strahlen in den Augen haben und mitsingen, für mich gibt es nichts Schöneres. Und das war auch bei diesem Album nachher so gewesen. Es wäre mir nie in Sinn gekommen, während der Pandemie Gitarren auf die Shows nehmen und irgendwie, ja, oh, das ist alles Scheiße, das ist alles Müll und so. Ich habe schon während der Pandemie gewusst, ich will das Gefühl wieder. Mhm. Das Gefühl von Party, das Gefühl von eine gute Zeit haben miteinander. Und das habe ich nie, diesen Weg habe ich nie verlassen. Ich glaube auch, wenn du jetzt aber zum Beispiel Energy Air, gut zuerst hast Nein gesagt und du bist ja dann gleich gegangen. Ja. Ich habe mal bei Energy geschafft und ich weiss, wie wahnsinnig viele Nein sagen mit dem Argument, wir werden ja nicht gespielt. Also warum sollten wir noch jemanden auftreten, wo sie uns nicht am Radio spielen? Und du sagst eigentlich genau das Gegenteil. Mir egal, ob ich dort gespielt werde, der Live-Event ist das Wichtige. Genau, genau. Und wir haben extrem viele Leute, also eben die haben alle gejodelt. Die haben alle geschunkelt. Es gibt ein Video, wo irgendwie Energy Air die ganze Crowd am Schunkeln ist. Weißt du? Und ich habe dort nachher auch gesagt, boah, jetzt wird draußen gesucht. Ein Flieger. Wow, schau mal, das Gerät da. Ich habe zuerst gedacht, irgendein Düsenjet. Ich habe das Gefühl gehabt. Nein, ich am Energy Air, wo alle geschunkelt haben, habe ich wirklich auch gesagt, hey, eure Grossmütter wären so stolz auf euch. Das hat man früher gemacht. Weißt du, was ich meine? Und, sie, und alle haben es geil gefunden. Und das ist ja, das ist halt einfach die Offenheit. Das ist wirklich schön. Ich finde schön, wie dann auch im Umkehrschluss du die Offenheit hast, zu sagen, hey, ich check jetzt die Jungen ein bisschen besser, oder? Ja.
Also aufgrund von so einem Erlebnis, die Sohn und die Tochter jetzt auch besser kannst verstehen. Ja, und das ist wirklich so. Yeah. Das ist wirklich so. Es ist auch so, dass ich habe mich halt vielleicht jetzt auch mit dem müssen auseinandersetzen oder wollen auseinandersetzen, yeah, nach dem Erlebnis. Es ist so, dass das nicht so planen. Das mich aber aufgeregt, das regt mich noch heute manchmal auf. Irgendwie, weißt du, weil wir sind nicht so gewesen. Zum Beispiel heute Morgen ist von Sony, der Andrea ist mit einer Praktikantin im Schlepptau gekommen, oder? Und die Claudia, mega nette junge Person, sage ich, du, was machst du denn? Also Praktikum und dann, was hast du so für einen Plan? Keine. Dann denke ich so im ersten Moment, sie hockt dort hinten. Nein, wirklich, ich habe sie heute Morgen das erste Mal gesehen. Und dann denke ich so, ja, aber weißt du, habe ich gerade so gemerkt, wie ich eigentlich wollte sagen, hey, das geht doch nicht, du musst doch irgendwie so. Und dann sagt sie, ich bin jetzt bei Sony und es gefällt mir und mein Weg wird garantiert weitergehen. Mhm. Und das finde ich, habe ich auch wirklich erst so in den letzten Monaten auch für meine Kinder besser anfangen begreifen. Yeah. Sie haben natürlich heute auch Möglichkeiten. Yeah. Es wird einen Weg geben für Claudia und auch für meine Kinder. Yeah, yeah. Oder? Und bei uns war es natürlich schon so gewesen, dass man das uns noch eingerichtet hat, hey, du musst einen Plan haben. Du musst bei uns haben sie Metzger gelernt und sind heute noch Metzger. Yeah. Das ist ja zum Glück, zum grossen Glück nicht mehr so. Und das finde ich wirklich, das finde ich unhure spannend. Ich finde das auch spannend, weil ich tue uns jetzt mal in den gleichen Topf werfen. Was hast du für Jahrgang? 88. Ja, gut. Also, wir sind nicht ganz 10 Jahre. Aber logischerweise merke ich so, ich sage jetzt mal, ein Jahrzehnt älter, merke ich mehr Verbundenheit wie zu einem Jahrzehnt weniger. Oder? Eben schon, es geht ja, ja, schon auch ein bisschen so. Ja, ja, logisch, weil eben das ja eher von dieser Seite zu mir gekommen ist und es viel schwieriger ist, von dieser Seite dann weiterzugehen. Und das ist genau das. Oder? Ich habe nicht zwei Kinder, die ich nicht verstand oder nicht ja, verstanden ja habe. Aber ich tue uns jetzt mal in den gleichen Topf schmeißen mit zu einer Zeit, wo eben noch sehr klar definiert war und die Wege noch nicht in alle Richtungen haben können gehen, ab 16, haben wir trotzdem gewusst, was wir machen wollen. Mhm. Also bei mir war es sehr früh, bei dir war es ja sehr früh, weil du auch in dieser Band Airbag als Einziger daran geglaubt hast und gesagt hast, doch Musik, oder? Und eben die anderen sagen, ich gehe lieber wieder auf die sichere Seite, ich mache jetzt Job hier, ich mache jetzt Beruf hier. Und heutzutage ist es so, man kann wirklich einfach bis 30, kann man einfach überall ausprobieren und schauen und machen. Vielleicht ist es natürlich die Frage, was gibt es denn daraus? Vielleicht sie, oder, also, das ist schon die Frage. Ich habe natürlich das wollen. Yeah. Dann habe ich es gemacht. Und dann kommt wieder der Fleiss. Oder? Yeah. Und wenn ich natürlich auf meinem Weg vielleicht hätte 4, 5 Möglichkeiten gehabt, ja, dann gehe ich halt noch da, oder dann werde ich halt das, oder dann werde ich halt das. Vielleicht wird es dann irgendwann in 10, 15 Jahren so sein, dass wir die Leute alle verloren haben, die hätten können Karriere machen können, wenn sie yeah auf die Karte gesetzt hätten. Mm-hmm, das mm-hmm wissen wir jetzt noch nicht, aber gell, hätten wir eine Glaskugel auf dem Tisch, wären wir Bitcoin-Milliardär. Also weißt du, was ich meine? Aber es ist sicher die Gefahr, dass man sich in dem Ganzen eben auch kann verlieren kann, weil man halt eben so vor, keine Ahnung, alle 2 Jahre neuen Job, da mal etwas ausprobieren, dass man dann eben gar nie sich überlegt, ist das jetzt wirklich? Und immer so ein bisschen auf der Suche nach einem Besseren. Ich denke, in Beziehungen habe ich das Gefühl, ist es zum Teil auch so, oder? Irgendwie, keine Ahnung, Dating-Apps und was weiß ich. Du hast das Gefühl, es kann immer noch ein bisschen mehr. Und ich komme noch jemand besser. Ja, 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 genau. Ah. und ja, bin ich zu alt. das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der neue Weg, den ich manchmal so ein bisschen feststelle, dass einfach, es ist wie alles möglich und aufgrund von dem wird es dann zum Teil auch schwierig, das wieder ja, das Commitment fehlt natürlich. Yeah. Das merkt man ja auch im Geschäft, dass die Leute, früher hast du Leute gehabt, wo, also bei uns hat es wirklich einen Mitarbeiter gegeben, 53 Jahre für unsere Familie gearbeitet. Yeah. Oder der hat weit über die Pension noch bei uns gearbeitet und so. Und ich habe selber Leute, wo ich das Geschäft habe, über noch angestellt habe, die immer noch bei mir sind. Yeah. Aber die Zahl wird immer wie kleiner. Und das Commitment gegenüber dem Geschäft, gegenüber deinem Arbeitgeber, das wird auch immer wie kleiner. Yeah. Du könntest ja morgen ein Jobangebot bekommen, dann bist du weg. Mm-hmm. Das ist natürlich schon so. Aber eben, wie gesagt, man kann es den jungen Leuten nicht vorwerfen, weil sie haben die Möglichkeit. Ja. Yeah. Sie haben die Möglichkeit. Eben, du kannst
dann verlasse ich halt deine Freundin, dann machst du dreimal so und dann hast du wieder irgendeine. Also, ja, aber das ist ein so, oder? Und dort fing ich es halt schon an. Dort habe ich meine Fehler, glaub, im Leben halt auch gemacht, wo ich froh bin, dass die Jungen nicht unbedingt, gell, ich bin mit 21 bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ein Haus zu bauen. Weil ich war ja Maurer, ich habe es ja können. Mhm. Und dann haben wir geheiratet. Ich war mit meinem Schulschatz zusammen, seit 13, 14. Und dann bin ich mit 22 Vater geworden. Das ist natürlich Quatsch, im Sinn von, das ist alles viel zu früh. Yeah. Die ganze Sturm- und Drangphase habe ich dann in einem Alter nachgeholt, wo es nicht mehr müssen sein. Weißt du, was ich meine? Und darum ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen ein Brönnskind. Ja, ich habe noch gerade, mir ist vorher den Sinn gekommen, als du es erzählt hast, mit ja, ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen später und so. Mit der Claudia? Ja. ein Kollege von mir hat jemanden angestellt in der wichtigsten Position, also Geschäftsführung, in seinem Geschäft. Ne? Und so nach einem halben Jahr hat er gefunden, hey, aber ich weiß nicht, was die Person macht, aber irgendwie, ich merke da jetzt gar nichts. Ne? Und dann ist es nochmal irgendwie ein halbes Jahr gegangen und dann ist absolut schrecklich auseinandergefallen gesehen. Und so beim Schlussgespräch ist so gesehen, aber du hast doch mal dich beworben für diesen Job. Warum hast du das überhaupt gemacht? Und dann hast du wirklich gesagt, ja, einfach, ich habe etwas gebraucht. Und, ja, aber eben. Und es ist so null Commitment und null Engagement und was weiß ich. Und der hat seine Welt nicht mehr fassen. Und ich muss sagen, ja, ich verstand es, aber es ist irgendwie halt auch, eben, es ist ein bisschen der heutigen Zeit geschuldet. Ja, und da müssen wir, eben, da werden wir erst in 10 Jahren wissen, was jetzt besser ist. Ja. Das Business von deinen Eltern ist gerade angesprochen. Business von meinen Eltern? Ja, also das Geschäft von deinen Eltern. Von meinen Eltern? Ja. Hast du doch jetzt vorher gerade angesprochen, wo du gesagt hast, ein Kollege, also einer, der wie viele Jahre? 53 ja. Bei euch geschafft hat? Ja. 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 Aber das ist nicht das Business von meinen Eltern. Mein Business. Dein Business? Ist ja. Das nicht das Business von deinen Eltern gesehen? Mein Grossvater hat angefangen mit dem, ganz ursprünglich. Ah, okay. Mein Grossvater hat angefangen mit, also der war Bärenschnitzler gewesen. Und hat für die ausländischen Touristen Bären geschnitzt aus Holz, weil man ja den Engländern dann angegeben hat, dass das ganze Berner Oberland in der Welt überall voll Bären ist. Das war ja schon dann nicht wahr. Und dann ist mein Onkel und mein Vater haben nachher das Geschäft übernommen. Ah, die Onkel und die Vater. Okay, genau. Okay. Und dann hast du übernommen? Und dann habe ich es übernommen. Ja. Genau. Und das läuft immer noch? Das läuft immer noch, ja. Ja, 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 das ist, der sage ich auch immer, das ist mein Leben. Also das ist das Wichtigste in meinem Leben. Yeah. Das ist auch meine Konstante und das ist auch das, wo ich überzogen bin, was in 20 Jahren noch da ist. Und das war vor 20 Jahren schon da gewesen. Und die Musik, das ganze Showbusiness-Zeug, das ist so, verstehst du, musikalischer Erfolg ist wie Husten. Auf einmal hast du ihn und du weißt nicht so genau warum. Und auf einmal ist er aber auch weg und du weißt überhaupt nicht warum. Yeah. Und darum mag ich mich auf die Musik nicht verlassen. Yeah. Musik ist für mich wie irgendwie, ja, wie der Zuckerguss irgendwo drüber. Aber mein tägliches Leben, ich gehe jeden Tag ins Büro, ich bin jeden Tag im Geschäft, muss ich jeden Tag dort am Sachen auch kreieren und weiterbringen. Das ist mein, das ist das, was mich eigentlich am Laufen hat. Ja. Yeah. Und trotzdem hast du in der Musik immer wieder eben gesagt, es wird irgendwann klappen. Und hast dort weitergezogen. Das finde ich so einen spannenden Punkt, dass man eigentlich, eben man hätte ein Geschäft, wo man etwas kann machen kann und man sagt, ja, ich mache das aber nicht nur zum Hobby, sondern ich mache es schon ein bisschen mehr, also in dem Fall jetzt Musik und wenn es jetzt mal irgendwann nicht mehr so würde laufen, würdest du weiterhin Musik machen nebenbei? Ja, ich glaube, Musik ist ein Teil von meinem Leben, das ist ja so und ich würde vielleicht einfach auf eine andere Art, auf einem anderen Niveau Musik machen, wenn es der Erfolg nicht mehr ist, dann ist es irgendeine andere Variante, oder? Wir fragen immer viele Leute, wie machst du das alles? Aber das sind so zwei unterschiedliche Sachen und gleich haben beide das gleiche Ziel, oder? Also in der Holzspielwarenfabrik, da wollen wir nichts anderes, als wenn irgendein Kind ein Geschenk überkommt von unserer Firma, dass es ein Kinderlachen produziert. Oder das ist das Schönste, was uns passieren kann, wenn ein Kind das Kistchen auftut, überkommt ein neues Spielzeug und es ist glücklich. Und das ist ja in der Musik ist es gleich.
das Einzige, was ich wette, ist glückliche Gesichter irgendwo an einem Konzert. Oder? Und trotzdem ist es so unterschiedlich, dass wenn ich im Geschäft irgendwann schnur einmal voll habe, es ist ja dort auch nicht immer leicht und nicht immer leicht gewesen, dann kann ich Musik machen und den Kopf völlig frei kriegen. Und auch wenn man die Musik manchmal auf einen Senkel geht mit all dem Fake-Zeug, was es da halt oft auch gibt und auch dieser Unfairness, dann kann ich zurück wieder ins Büro und kann wieder irgendwie Holzkühle machen und mich wieder um das kümmern. Und das habe ich immer das Gefühl, das gibt meinem Leben eine unglaubliche Balance. Das ist so, ich bekomme hier eine Pause durch das und ich bekomme da eine Pause durch das. Und darum bin ich so zufrieden. Das finde ich geil. Hast du nicht, also ich weiss von mir, dass das effektiv, wenn ich auf die Bühne gehe, dass egal was die Probleme sind, dass die dann weg sind. Weil ich immer so sage, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich wie in der Ferien, oder? Aber ich merke so, im Tagesbusiness gibt es dann natürlich schon eben extrem viel Zeugs, wo du dann manchmal ein bisschen bist, oh, das ist jetzt ein bisschen sehr anstrengend, das ist jetzt ein bisschen sehr mühsam und so. Und ich habe das nur hauptsächlich mit einem Business. Hast du jetzt im Business-Teil, ich rede jetzt nicht von der Bühne, aber Musik ist ja schließlich auch noch Business, ist das nicht schwierig, hier und her zu switchen? Ja, mal, logisch ist es nicht einfach und vor allem, also finde ich halt irgendwie, eben, es wird nicht einfacher, also es wird yeah. irgendwie, es ist wirklich zum Teil anstrengend, aber es gehört halt einfach dazu. Also verstehst du, wenn du Pommes frites willst, musst du einfach irgendwann mal Herdöpfel setzen. es geht nicht, die gehen nicht vom Himmel. Yeah, yeah. Und das ist halt vielleicht auch eine Einstellungssache, also wenn du willst auf einer Bühne stehen und eine grosse Show bieten, dann musst du proben. Yeah. Eine Probe ist ein fixfertiger Scheissdreck. Ja, und eben, du musst ja gleich auch noch Büroarbeit machen. Du musst Büroarbeit machen, musst deine Band zusammen haben, musst Termine koordinieren, musst irgendwie Abrechnungen machen, all das. Yeah. Es ist einfach part of it. Du kannst nicht nur, ja, du kannst auch bei einem Coupe Dänemark nicht nur die Schlagsahne fressen. Ja. Yeah. Oder? Es hat einfach noch Glasse unten dran, wo da der Zent beißt, oder? Aber das ist, glaube ich, das, was die Leute oft nicht verstehen. Sie haben das Gefühl, wenn man jetzt eben zum Beispiel Musik macht, dann kann man einfach Musik machen. That's it. Oder? Und alles andere, du hast Management, du hast Booking, du hast ein Label, Plattenvertrag, all das Zeugs, oder? Das ist alles um. Aber das heisst nicht, dass du einfach kannst, Gitarre nehmen und sagen, auf geht's. Nein, und vor allem, es heisst vor allem, man darf nicht, wie soll ich sagen, man darf nie Look lassen. Yeah. Bin ich überzogen. Ja. Yeah. Also du musst dranbleiben, du musst Vollgas geben, wenn du irgendwann, ich glaube beim Erfolg, ob es in der Comedy ist oder ob das in der Musik ist oder ob im Sport, ich glaube immer, an dem Tag, wo du an deinen Erfolg glaubst, da hast du verloren. Also weißt du, das ist doch nicht real. Also musikalischer Erfolg ist doch irgendwo surreal, es ist doch nicht normal, dass man im Hallenstadion spielt. Yeah. Oder? Aber wenn du wirklich auf das Mal das Gefühl hast, ich bin schon noch ein geiler Sieg, ich habe im Hallenstadion gespielt, yeah. Dann bist du tot. Da bin ich überzogen. Wenn du das als deine Realität, wenn du das als deine Selbstverständlichkeit annimmst, dann glaube ich, bist am Anfang vom Ende angekommen. Ja, ich glaube auch, dass das ein Antrieb ist, dass man überhaupt noch eben, dass man sich nicht zur Ruhe setzt, sozusagen. Ja, vor allem nicht drauf lassen. Genau. Ja. Weil das merken die Leute, wenn man dann sagt, es läuft ja, oder? Genau. Also habe ich jetzt gemerkt, zum Beispiel nach dieser Pandemie, die haben verschobene Shows können spielen im letzten Grund. Alles, was nicht mehr verschoben ist, sondern jetzt wirklich von neu auf startet, höre ich aus vielen Bereichen, läuft noch nicht ganz so wie vor der Pandemie, oder? Und ich merke jetzt aber so, merke ich bei mir und auch bei anderen, die dann so gesagt haben, ja, aber eben, wir legen jetzt wieder richtig los und wir starten wie von null. Bei denen läuft es besser, als bei denen, die sich eben wieder drauf verloren haben, quasi Tag X vor der Pandemie, so ist es dort gelaufen, wenn die Pandemie aufhört, wird es wieder dort weitergehen. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Und yeah. Du musst auch immer etwas dafür machen. Ich meine, würdest du jetzt ein Billett kaufen für nächsten März? Weißt du, ich meine, oder yeah. du hast beim Traufer und beim Göllen ein Billett gekauft, Kopf hat Dami im 19. Yeah. Und hast die Kohle dort verlochen gehabt und hast im 22 einfach an ein Konzert gehen. Genau.
Oder? Ja. Und jetzt kommt er drauf und sagt, hey, ich gehe im März auf Tournee. Mhm. Würdest du jetzt dort sofort das Billett kaufen? Nein, du denkst, hey, da ist noch Winter dazwischen. Ja. Vielleicht haben wir dann wieder alle eine Maske an. Ja. Ich warte mal noch. Ja, ja. Es ist doch einfach normal. Und ich sage immer, so, da hat man vielleicht irgendwie Abend gesagt, so, dann wir spielen dort eine Show, dann hat es gemacht, zack, ausverkauft. Jetzt ist es einfach, du musst wieder gehen bügeln. Und das, für das bin ich mir nie schade gewesen. Das gehört einfach dazu. Eben, der Business-Teil gehört dazu, dass du irgendwie ans Ziel kommst. Ja. Ja, das sehe ich genau gleich. Weil ich denke auch, eben zum Beispiel jetzt mit dieser Kurzfristigkeit, auf die muss man sich einlassen können, oder? Und lieber sagst nicht ein paar Wochen vorher eine Show ab, sondern sagst, wir geben jetzt noch ein bisschen mehr Gas und in den letzten 5 Tagen verkaufst du dann mehr Tickets wie in den ganzen 6 Monaten vorher. Also weißt du, es ist wirklich... Es ist anders geworden. Genau. Und irgendwie musst du mit dem können mitgehen, oder? Ist halt auch wieder Kurzfristigkeit von den Leuten, ja, die sagen, ich entscheide mit dem Donnerstag schon, ob ich am Freitag an ein Konzert will. Genau. Oder? Und das, mit dem müssen wir jetzt als Veranstalter, irgendwie in dieser Eventbranche tätigen, müssen wir halt umgehen. Und ja, die einen regen sich jetzt einfach wieder, sind wir wieder beim Anfang, die einen regen sich jetzt wieder auf, weil früher alles anders und ist besser gewesen und die anderen machen es einfach. Also ja, machen. Zwei Shows im letzten Grund. Wenn du sagst, vorher hast du mal ganz am Anfang hast gesagt, mit der Band ein Ström gehabt, wo irgendwie ja, wo nicht zustande gekommen sind. Aber so etwas ist ja dann noch viel mehr als jeder Traum, den man sich irgendwann überhaupt hätte können vorstellen. Wie hast du das in deinem Kopf überhaupt können angleichen? Weißt du, was ich meine? Dass du irgendjemand dann siehst, okay, ich habe mal das geträumt, das ist, hat nicht passiert, aber was jetzt passiert, ist ja eigentlich viel mehr als jeder Traum, den ich je gehabt habe. Wie kann man das handeln? Das ist schwierig zu handeln. Also ich muss auch sagen, ich bin fast nicht aus dem Film rausgekommen. Denn. Also das ist, ich habe Moon and Stars gespielt in Locarno, bin in der Nacht noch heimgefahren, am nächsten Tag bin ich im Büro gesessen. Ich habe Hallenstadion gespielt, im 18. am Samstag am Abend und bin am Montag wieder gearbeitet. Yeah. Mir hat das nie so irgendwie... Beim letzten Grund war alles anders am Montag am Morgen. Einfach rein für mich. Ich konnte es wirklich fast nicht können handeln und habe wirklich auch eine Zeit gebraucht, um aus diesem Film wieder auszusteigen. Weil es ist alles so viel grösser und so extremer. Ich habe mit dieser Wucht, die das Konzert auf mich hatte und die Begeisterung, die es ausgelöst hat, einfach nicht gerechnet. Ich habe schon gewusst, es wird gut. Yeah. Aber die Intensität von 48'000 Leuten an einem Abend, wo deine Songs, die du eben irgendwie mal im stillen Kämmerli geschrieben hast, Wort für Wort mitsingen und das Strahlen von diesen Leuten und das Glück, das hat mich unglaublich reingezogen. Was mir schon passiert ist bei eben so wahnsinnig geilen Sachen, ist nachher so eigentlich ein wahnsinniges Loch. So ein emotionales Loch, oder? Dass eben du bist in dem Film und irgendwann musst du aus dem raus und dann geht so wie alles zusammen. Dann bist du so, oh fuck, was jetzt? Ja, ich kann es im Moment immer noch nicht ganz beschreiben, was es ist. Ob es ein Loch ist, weiss ich nicht. Das ist so, dass ich meine neue Tournee angesagt habe. Wir sind am Tickets verkaufen, aber ich habe noch nicht angefangen, die Show zu machen. Mhm. Ich schaffe es wie nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich anfange. Vielleicht ist das ein Loch, keine Ahnung. Es ist mir eigentlich gleich. Ich verlasse mich aber darauf, dass das kommt. Irgendwann wird es Deck machen und, dann werden wir dort können starten. Es ist wirklich halt, also das muss man halt auch ehrlich gesagt sagen. Ich meine, die letzte Grundshow, es hat sich A niemand zutraut. Es hat B auch viel auf die Scheitern gewartet. Und dass es so geklappt hat, das ist auch für uns, ich meine, was willst du da noch besser machen? Yeah. Was willst du nachher noch bringen? Also weißt du, das ist schon einfach emotional, ist es, ja, das geht nicht besser. Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist ja danach eben in irgendeiner Art und Weise
weiterzumachen. Weil wenn du 12 Leute hast in Wohlen, dann brauchst du Motivation zu sagen, ich mache überhaupt weiter, oder? Weil du weißt, es könnte mehr gehen. Die 12 haben Freude gehabt. Also war das irgendwann 120, irgendwann war das 1200. Aber irgendwann, wenn du, stelle ich mir auch so vor, wenn du zweimal das letzte Grund ausverkaufst, zweimal, weißt du, dann könntest du eigentlich auch sagen, so, also weiter kann es nicht mehr gehen. Höher kann es nicht mehr gehen. Und dort musst du dann irgendwann die Motivation finden und sagen, aber es geht weiter. Aber das Schöne ist ja dort, glaube ich, dass es das Projekt war. Mhm. Also eben der Göller und ich, ich glaube wirklich, also ich weiss es, ich selber hätte es nicht geschafft. Er weiss auch, dass er es selber nicht geschafft hätte. Es ist wirklich ein Projekt, das funktioniert hat. Es gibt auch andere Beispiele, die nicht funktionieren bei so Zusammenarbeiten. Wir haben, das ist so. Also es hat schon vor 5-6 Jahren gegeben, 2-3 miteinander wollen und es gibt es auch heute immer wieder. Yeah. Das hat funktioniert und zwar ohne Ende. Und das ist auch gut, dass wir das jetzt hat können wie beerdigen. Wir haben das also, und ich werde, glaube ich, nicht einfach nur an dem gemessen, ich als Traufer. Und das ist eigentlich das Schöne. Weil sonst wäre ich vielleicht jetzt gleich auch an dem Punkt, im Sinn von, weißt du, der Hit, was du mal gehabt hast. Yeah. Oder ja, was denn nachher? Mhm. Und darum bin ich eigentlich hure, auch in diesem Punkt wieder hure glücklich, ist es das Projekt gewesen. Yeah. Und ist das Projekt wie jetzt eine Geschichte. Und dann höre ich auf mit den letzten Grundshows, aber es nimmt mich Wunder, wenn du zwei so riesen Dinge machst, gerade hintereinander, gibt es dann, ich habe jetzt gerade zweimal zu Basel gespielt, oder? Und ich habe klare Unterschiede gespürt, vom einen zum anderen oben, oder? Aber wenn es so ein riesen Ding ist, geht das dann alles zusammen zu so einem riesen Event in deinem Kopf? Oder kannst du klar unterscheiden, der erste oben... Nein, es ist so gewesen, dass wir haben gewusst, dass der erste Abend sind die natürlich zuerst haben Billett gekauft. Wir haben nachher das Gefühl gehabt, ja, vielleicht ist der zweite Abend ein bisschen schwächer. Mhm. Wir haben auch am zweiten Abend, wir haben auch die No-Shows gehabt, oder? Das kennst du sicher jetzt im Moment auch eben, dass Leute haben früher Billett gekauft. Oder hast du keine Billett mehr aus dem 19. draussen gehabt? Doch, es sind noch ein paar. Irgendwann sind noch mehr. Ja, also gut, du kennst auch die No-Shows und du weißt nicht so. Und das Krasse ist, dass gefühlt für uns eigentlich am Samstag die Stimmung höher geflogen ist. Mhm. Und wir wissen selber nicht so genau, warum. Mhm. Es hat alle verschifft. Gell? Um 6 Uhr war das Stadion ziemlich voll und es hat runtergelassen. Und das gibt ja meistens, das ist ja bei den Hochzeiten, wo es regnet, das sind die besten Partys. Ja, ja. Oder? Dort, wo die Sonne scheint, ist irgendwie der Wurm drin. Und das ist wie am Samstag hat das etwas ausgelöst. Und am Samstag hat's, und darum ist es ja, es ist ein Punkt, das ist ein letzter Grund Blockbuster-Movie, der in meinem Hirn und in meinem Herz ewig wird bleiben. Und ich bin, ja, man kann nicht sagen, der Freitag war klar besser als der Samstag. Es waren zwei grandiose Shows. Und deine Kids sind gekommen? Ja, meine Kinder sind gekommen. Am Samstag waren beide da. Ja, und ich noch Kollegen mitgenommen. ja, sie haben Freude gehabt. Ja, ich glaube, das macht halt, auch wenn es nicht wenn es jetzt nicht die coolste Musik ist, es macht er halt gleich etwas mit, wenn du das siehst. Und sie wissen auch beide, wie viel dass ich dafür da habe und wie viel dass ich dafür tue. Und darum bin ich schon sicher, dass sie doch auch ein bisschen stolz sind drauf. Ja, sicher. Kann man nicht anders vorstellen. Und du hast sie da schon angelegt, die neue CD. Also bis der Podcast draußen ist, ist sie eh schon draußen. Wann kommt der? Freitag in einer Woche. Ja, das ist die Woche. Diese Freitag kommt sie ja. Genau. Also letzten Freitag ist sie rausgekommen. Letzten Freitag ist sie rausgekommen. So kann man es sagen, oder? Und was ich spannend gefunden habe, für die heutige Zeit sind es viele Songs. Mhm. Weil man ja gerne jetzt ein Album macht mit einfach so, also nicht EP ist das eine, aber irgendwie so 9, 10,
Längt eigentlich. Das finde ich eine Verarschung von den Leuten. Also weißt du, das wäre doch irgendwie auch peinlich für mich, wenn ich jetzt in 4 Jahren, wo kein Strafalbum ist rausgekommen, nur 9 Songs hätte in den Stand gebracht. Dann musst du dich auch ein bisschen fragen, oder nicht? Ja, ja. Aber eben, es wird oft so gemacht. Ja, also, es wird so gemacht. Du hast 16 Songs drauf geknallt. Die Leute haben halt auch irgendwie das Gefühl, es bringt nichts mehr. Ja, komm, wir machen mit 9 Songs und zack. Und dann haben wir auch diskutiert, auch mit der Plattenfirma, oder? Ist das zeitgemäß? Nein, ist es nicht. Aber wir haben wie die 16 Songs gemacht, wir haben die 16 Songs eigentlich fertig gehabt im Studio. Da habe ich gesagt, dass jetzt können wir sie auch gleich abmischen und drauf tun. Mhm. Also weißt du, irgendwie, und es ist den Fans etwas gegeben. Die Fans haben jetzt auch gewartet, 4 Jahre lang. Yeah. Und freuen sich. Und darum, ja, ja, es sind 2-3 mehr drauf, als es normal wäre, aber irgendwie, es ist für die Leute. Und es gibt immer noch CD. Also ich weiss schon, dass alle immer noch eine CD machen. Und du hast aber ja gesagt, früher hast du wirklich nur CDs verkauft. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dem, also Genre kann man nicht sagen, aber dass bei dir noch mehr CDs gekauft werden wie bei anderen. Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, es gibt da 2 Faktoren. Es ist halt bei mir, sei es bei mir, beim DJ Bobo oder bei meinen Göllen, ist es halt immer das generationenübergreifende gewesen, wo uns so hoch lassen fliegen. Yeah. Oder dass Kinder haben Freude an meiner Musik. Oder? Geissen Peter. Yeah. Oder später. Das triggert die Kinder. Ich werde, wenn ich im Radio gespielt werde, nicht bei den Coolen gespielt, sondern ich werde sehr, sehr viel bei den richtigen Radios gespielt, wie die RS1, also SRF1 oder Musikwelle. Yeah. Und das läuft natürlich auch bei den älteren Leuten, also vor allem bei den älteren Leuten. Yeah. Und so habe ich wie eine Schere, ich habe bis jetzt immer gesagt, die 20-Jährigen habe ich vielleicht weniger. Mhm. Das ist jetzt ja auch nicht mehr so. Energy, alles klar. Nein, aber weißt du, da habe ich so eine breite Ding und den verkaufst du natürlich auch entsprechend mehr. Mhm. Noch CDs, weil die Kinder haben alle noch einen CD-Player im Kinderzimmer. Weißt du, für Märli CDs ja, ja. Hören. Ja. Und die Eltern haben natürlich auch noch einen CD-Player. Tony Box, irgendwann müsstest du noch... Tony Box, eine Figur, da kannst du das Glöckli draufstellen. Ja, bist du ein Glöckli? Nein, der Punkt ist ja, ich bin ja selber erklüpft. Ich habe ja wirklich das erste Mal auch keinen mehr. Ich habe wirklich CD zugeschickt bekommen. Ah, du hast keinen CD-Player mehr? Ich habe keinen mehr. Ah, ich wirklich? Habe die CD noch nie gelost. Oh, im Auto, mein Auto hat keinen CD-Player mehr. Also es ist völlig abstrus, irgendwie. Aber eben, es ist... Wobei ich finde gut, mittlerweile ist ja bei Streaming-Plattformen, für mich als audiophile Mensch, sage ich jetzt mal, kriegst du es jetzt an, dass du lossless Qualität hast, also eigentlich wieder wie WAV und nicht wie CD. Das finde ich eigentlich noch geil. Ja, ja, aber also geil, also weißt du, jetzt irgendwie da aus dem Album haben sie jetzt irgendwie Dolby 3D Atmos, wie heisst das Ding? Atmos. Dolby Atmos. Kennst du Dolby Atmos? Ja, also Dolby Atmos habe ich nicht. Nein, ich will eigentlich nur auf. Ja, aber komm, jetzt hast du doch einen Scheissdreck. Da scheint, legst einen Kopfhörer an. Yeah. Und dann kannst du dich zum Hi-Hat drehen oder kannst du dich zum Ah, wirklich? Kehren. Und das ist dann so. Also, das tut so wie mit. Es ist 3D gemischt. Und egal, wo. Gell? Das ist eine kleine Richtung, oder? Und dann haben sie mir einen Kopfhörer angelegt im Studio und gesagt, hey, ist super geil, weißt du, Produzenten, yeah. Die sind eben auch affin auf so Zeug. Ja, jetzt musst du da und so und hin und her hören. Und ich habe den Grin geschüttelt, ich habe nichts gehört. Das ist, aber es interessiert mich auch nicht. Also weißt du, wie ich meine? Aber scheinbar ist das jetzt das grosse neue Ding und kann man beim Troffer, also auf iTunes abladen, Dolby Atmos. Alright. Also das interessiert mich nicht einmal so fest. Ich will eigentlich, mein Ziel ist auf den Kopfhörer und ich habe extra so Dinge bestellt, wo dann eben ohne Qualitätsverlust und nein, dass ich auf den Kopfhörer so höre, wie es im Studio tönt. Wie es dort fertig gemischt, so tönt es auf richtigen Lautsprecher, so will ich es auf meinen Kopfhörer hören, oder? Das ist eigentlich mein Ziel. Aber ich will jetzt eigentlich nicht mehr nach rechts drehen und dann sagen, wow, oh, jetzt höre ich Gitarre mehr und das ist, nein, das ist wirklich Quatsch. Und so die Qualitätsunterschiede, da bin ich aber auch draussen. Das ist irgendwie, ja, aber vielleicht ist es einfach, weil man, musst du dir mal vorstellen, wie wir früher haben Musik gehört. Weißt du, auf diesen Transistorradios, yeah. Oder, und so und wieder, und das hat doch auch geil getönt. Hey, Roxette hat immer geil getönt, yeah. Auf meinem Radio. Also da brauche ich nicht Dolby Surround, Atmos. Super. Nein, aber ich glaube auch, dass
gewisse Musik besser reduziert tönt. Also zum Beispiel früher Radio hat ja eben eigentlich kein Bass gehabt, sondern du hast eben so ein kleines Ding gehabt und so. Und du merkst ja auch, wie zum Beispiel in der heutigen Zeit Musik viel basslastiger geworden ist, weil du die entsprechenden Geräte dafür hast, oder? Und gleichzeitig muss dann aber die Musik auch noch gut tönen, wenn sie ab dem Handy abspielst auf diesen kleinen Lautsprecher, oder? Und das ist ja krass, dass das funktioniert. Yeah. Also da bin ich auch immer wieder huere begeistert. Also weißt du, das wirklich, du kannst wirklich, also ich habe Mixes abgenommen aus dem Studio, und Dave hat mir wieder Zeug geschickt, ab dem Lautsprecher vom iPhone. Ja. Yeah. Also es ist eigentlich verrückt, was die Geräte heute alles können. Ja, und für mich tut es im Umkehrschluss dann zeigen, dass schlussendlich, eben, wenn du sagst, Roxette hat immer geil gedacht, das ist, weil Roxette geile Musik gemacht haben, oder? Ah, genau. Und da, genau da, genau das finde ich. Ich glaube, Roxette, wenn du irgendwie einen abgecatchten alten Kopfhörer hierher legen und abspielen, das wäre einfach geil. Yeah. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Du kannst aus irgendeinem Scheiss-Song von irgendeinem Scheiss-Sänger kannst du auf der besten Anlage keine Party starten. Das geht einfach nicht. Nein, weil das ist eben das, was heutzutage dann auch gerne gemacht wird. Man produziert es einfach komplett bis zum geht nicht mehr. Aber der Song ist trotzdem noch kein guter Song. Genau. Und ich glaube, dort ein Kollege von mir hat immer gesagt, ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Oder? Und wenn du jetzt ein gutes Lied hast, dann kannst du das auch 500 Mal in verschiedenen Versionen covern. Die Melodie wird immer die sein, die dann bleibt. Und es wird da immer irgendwie etwas geben. Ja, so, das oder? Ist so. Drum, so heisst es Glöckele. Ja? Ich kann es gar nicht so sagen wie du. Sag es nochmal. Glöckele. Das ist nicht mein Spruch, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, das höre ich. Ich würde ja fast so schnurren wie du, gell? Wegen? Meine Eltern sind von Hofstetten auf Basel gezügelt. Wirklich? Ja. An der Effingerstrasse haben sie gewohnt, jahrelang. Yeah. Ganz viele Freunde aus Basel, die können uns immer auch besuchen auf Hofstetten. Und meine Mutter wollte unbedingt in Basel bleiben. Ja. Yeah. Mein Vater hat in Sandow gearbeitet. Interessant. Ja, der hat in Sandow gearbeitet. Irgendwann hat der Bruder angerufen, der gesagt hat, entweder kommst du heim oder ich übernehme das Geschäft selber. Und dann hat der Vater heim wollen und es hat glaube ich, an einem Fädeli gehangen, dass sie sich getrennt hätten. Aber es war dann noch so gewesen, da hat irgendwie der Vater gesagt, jetzt gehen wir heim. Und sie sind wieder, und meine Mutter war ganz lang ganz unglücklich gewesen in Hofstetten. Ja, also, Okay. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ich wäre zu Basel geblieben. Ich habe Mühe mit der Kie. Es wäre nie zu einer Karriere gekommen. Das ist das, nie. Das ist das, was ich immer sage. Das ist genau. Auch das, was ich bei dieser 079-Nummer sage. Ich sage, es geht nicht in einen anderen Dialekt. Nein, oder? Es geht nicht in einen anderen Dialekt. Das ist so. Und was ich bei dir immer geil finde, ist, du hast immer gutes Merchandise. Ich finde grundsätzlich, es ist immer ein schönes, wie will ich sagen, Konzept ist das falsche Wort, oder? Doch, das ist schon das Konzept. Ja. Yeah. Also Konzept, ich finde es ist immer schön. Weißt du, kannst mir auch sagen, ich sei eine kommerzielle Künstlerin, ich werde nicht verrückt. Nein, also das bist du ja auch. Ja, eben. Ja, ja. Also weißt du, wie viele Musiker bekommt dort irgendwie einen Schreikrampf, wenn du ihm das sagst? Aber ich sehe das einfach anders. Also die richtig sehen, die kriegen, glaube ich, keine Schreikrampf. Ja, ich bin nicht sicher, dass, oh, ich sage immer, da bringe ich immer das Beispiel von Nirvana. Yeah. Alle sagen immer, hey, Nirvana, die sind und die haben das gar nicht wollen und das ist einfach und an dem ist er zerbrochen und tralala. Sorry, die haben einen Major-Vertrag unterschrieben, einen weltweiten Major-Vertrag unterschrieben. Und es gibt die Geschichte, dass der Kurt Cobain bei dieser Sitzung sogar sagt, wir wollen die grösste Band von der Welt werden. Oder? Und dann musst du doch nicht am Schluss irgendwie jammern, dass kommerziell nachher irgendwie alles zusammen durch alle Decken geschossen ist. Ja, jeder Musiker, der sich entscheidet, in ein Studio zu gehen, einen Song aufzunehmen und den rauszugeben, das ist eine Kommerzialisierung. Er will ja, dass das gehört wird. Ja. Yeah. Und darum, und bei uns ist es so, wir machen nachher Merch dazu, haben Freude, wir haben unsere Merch-Sitzungen, die sind unglaublich cool. Wir haben mal 2 Ballett-Weihnachtskugeln gemacht. mit so den Traufer-Logos und dem Zwetschgelisi vorne drauf und so. Und dann habe ich wirklich, wo das angeliefert worden ist, habe ich gesagt, hey,
jetzt haben wir es übertrieben. Jetzt ist wirklich, jetzt spinnen wir komplett. Und das hat gemacht, tatsch, und die Weihnachtskugeln sind weg gewesen. Yeah. Und das ist irgendwie, das ist bei uns mittlerweile so wie eine Challenge und lustig. Also yeah, wir können uns dort austoben und machen irgendwie Sachen, ja, wo halt über ein Käppli und ein T-Shirt rausgeht. Ja, eben, darum frage ich auch so, weil das ist das, was ich wahnsinnig spannend finde, weil ich immer wieder auch so Merch-Diskussionen habe und dann heisst es, ja, komm, wir gehen mal den klassischen Weg und dann machst du mal ein bisschen eben T-Shirt, Pulli, lalala. Und ich habe dann zum Beispiel, ich habe dann gefunden, aber wieso können wir nicht irgendwie mal ein bisschen etwas anderes machen als nur das? Oder? Genau. Und also es ist dann auch gerade, es ist immer eine Frage von, wie viel kostet es, kann man es machen, da, da, da. Aber eine Idee, ich glaube, die erste Idee, die ich hatte, ist gesehen, Schottgläsli. Ja. So, und da haben wir Schottgläsli gemacht, immer so Doppelset, viel und gut, tag, tag, tag. Und das ist vom ganzen Merch ist das erste, was ausverkauft war. Aber gleiche okay. Stückzahlen. Du musst bei solchen Sachen, habe ich wie das Gefühl, auch bei der Musik, bei einem Programm, es braucht ja immer eben auch den Mut und den Mut zu haben, auch zu scheitern. Ja. Yeah. Oder? Also, gell, wir haben ja Merch gemacht, die nicht funktioniert. Ah, ich auch. Die andere Idee, die ich hatte, ist Kondom. Und ich hocke jetzt noch auf Finger. Wirklich? Ja, ich hocke jetzt noch auf Finger 500. Viel gut Kondom. Ja. Ist aber cool. Ja, eben. Ich habe gedacht, komm. Aber nein. Finde ich auch. Finde ich eine gute Idee. Ich habe etwa das gleiche Niveau. Wir haben Kuchentrolli, also Walhölzer und Ausstechformen gemacht. Geissli beim letzten Album. Ja. Da hätten wir auch noch. Also, Walhölzer könnten sonst mal tauschen. Ich gebe dir mal 20 Walhölzer und du mir 20 Gummis. Das ist gut. Dann können wir eigentlich auch noch die Gummis über die Walhölzer stülpen. Genau. Schade haben wir jetzt das nicht da. Damit alles verwendet ist. Also, genau. Du hast einerseits ein Glöckli, oder? Ja. Yeah. Was haben Sie sonst schon gemacht? Ja, wir sind jetzt gerade dran. Also jetzt haben wir auf den Winter natürlich Kappen gemacht. Wir machen aber auch, jetzt in diesem Fall machen wir grosse Wolldecken. Kuscheldecken. Oh. Und sind noch nicht, wir sind noch nicht mit allem ganz am Ende, was wir wollen machen. Ja. Yeah. Weil es geht, das Merch kommt erst auf die Tour. Logisch, ja. Weil es bringt ja nicht... Genau. Wobei, du hast ja so spezielle CD-Packs gemacht, oder? Ja, ja, haben wir auch immer gemacht, ja, genau. Aber das meiste verkaufst du dann schon vor den Leuten auf der Tour. Ja, da hat die Leute auch Freude und sind ein bisschen im Film und dann kaufen sie noch ein Jäckli, das sie dann nie anhaben. Also mir geht das immer so. Dann bin ich irgendwo und bin so begeistert. Also ja, sehr wahrscheinlich hätte ich bei dir irgendwie 10er Pack Kondom gekauft, das hätte es ja nie gebraucht. Aber weil ich es in dem Moment einfach geil finde, weißt du, was ich meine? Ja, aber im Mut, gehst irgendwo her, findest einen coolen Dude, hat eine gute Show abgeliefert, yeah, und dann kaufst du ein Käppli mit einem blauen Schriftzug. Ja, yeah, ja. Yeah. Viel gut vorne drauf. Und daheim, wenn geil, du sagst, geil und weiss haben geil, wir gemacht. Geil, siehst du. Und dann hockst du daheim und schaust den Hut so an und denkst, ich habe noch nie einen Hut angehabt. Yeah. Ja. Oh, und dann sicher nicht mit einem gelben Schriftzug drauf. Nein, gut, wir haben Mützli gemacht. Okay. Und ich glaube, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, Merch finde ich so toll, weil es effektiv eine Erinnerung schafft. Ja. Und zwar... ich habe ein verschwommenes Video, wo ich irgendwie vom Konzert oder von der Show oder was weiß ich gemacht habe, sondern effektiv, ich habe eine Erinnerung an da oben und wenn ich das anschaue, dann kommt das wieder. Und ich glaube, darum sind die Kondome nicht gelaufen. Weil. Ja, in dem Moment willst du nicht unbedingt immer an dir denken. Das ist ein Wegwerfprodukt, wo du auch nicht mit einem Comedian willst. Genau. Weißt du, kurz davor, oder? Wenn, yeah. Hey, übrigens, ich bin da gewesen. Ganz lustig. Show, es war so witzig. Ja. Gut, also ich gebe es zu, das ist wirklich nicht so eine gute Idee. Aber das ist eben das, was man alles lernt. Ich finde das herrlich. Scheitern, aufstehen, weiterlaufen. Genau. Das ist also ein bisschen grundsätzlich ein Lebensmotto, wo ich mir antrainiert habe. Ich habe es mir antrainieren, du hast es glaube ich schon immer gehabt. Ja. Das ist so, ich habe immer gemacht. Ja. Yeah. Wenn man gesagt hat, wir wollen das machen, dann haben wir es einfach gemacht. Ja. Yeah. Hast du das irgendwann realisiert oder hast du das oft so gesehen und hast gefunden, ah geil, geil, dass es so ist? Ich weiß es gar nicht, nein, also... Ja, ich habe immer, wenn ich etwas wollte, habe ich es einfach gemacht. Also ich glaube, einer von der grossen Punkte war, ich wollte unbedingt einen Hund, als ich ein Kind war. Mhm. Und meine Mutter wollte auch einen Hund.
Meine Mutter hat nie einen Hund gesucht, weil mein Vater gesagt hat, es gibt keinen Hund. Ja. Yeah. Aber der Vater hat immer so blöd und fies. Du weißt, es hat doch früher, weißt, es hat Zeitungen gegeben, weißt, so auf Papier gedruckt. Ja, ja. Zeitungen, oder? Ja, yeah. Ist mir noch knapp übergriffen. Genau, ja. Dort sind Inserate drin gewesen. Gratis abzugeben. Yeah. Und hat immer alle Hunde Inserate vorgelesen. Gratis abzugeben Hund, gratis abzugeben Welpen. Mhm. Und irgendwann hat es mich so aufgeregt, dass ich bin aufgestanden, die Zeitung geholt und einfach irgendwo angerufen und einen Hund bestellt. Wie alt warst du? Ja, da war ich 11, keine Ahnung, 12. Wow. Und das ist so, das sagt meine Mutter noch heute, wenn er etwas wollte, hat er es einfach gemacht. Yeah. Und das ist auch nicht immer gut. Also weißt du, ich habe auch ein paar Brüche in meinem Leben, die ich auch einfach gemacht habe. Aber vielleicht war es jetzt nicht die beste Idee, gewesen, mit 21 ein Haus zu bauen. Da bist du einfach ein bisschen jung. Mhm. Und deinen Schulschatz heiraten und zwei Kinder auf die Welt stellen. Also nicht irgendwie mit Unfällen, sondern einfach bewusst sagen, hey, komm, wir immer wollen ein Jungvater werden. Komm, wir machen eine Familie. Yeah. Ich will heute nicht, dass die Kinder nicht da sind, aber es ist einfach nicht, das ist vielleicht nicht der intelligenteste Weg. Und ich habe auch geschäftlich habe ich ein paar Mal ziemlich Lehrgeld gezahlt. Aber das gehört halt dazu. Eben, ich habe wie nicht Angst zu scheitern. Mhm. Ich habe Angst gehabt, als Energy Air zu gehen, aber irgendwann habe ich mich gleich entschieden und habe aber wirklich damit gerechnet, dass es auch hinten raus kann. Mhm. Das Risiko, das ich fahre, das mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin, das birgt auch einfach ab und zu, dass du wirklich irgendwie brutal den Grind anschlägst. Und da musst du bereit sein dafür. Und das ist ja eigentlich etwas wahnsinnig Unschweizerisches, die Einstellung. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, wenn man sagt, oder wir haben dann, ich weiss noch, als wir sie über die Brünne gefahren, der Göll und ich, und er hat gesagt, wir machen ein Album. Er hat ein Album machen. Wir haben ja für das Schwingfest im Zug einen Song gemacht. Mhm. Und dann sind wir heimgefahren und gesagt, hey, ein Song ist doch doof, komm, wir machen ein Album. Und dann habe ich gesagt, also, aber wenn wir ein Album machen, gehen wir auf Tour. Ja. Und er hat gesagt, einspielen, keine Tournee, nie im Leben. Dann gehen wir ins Hallenstadion. Und dann habe ich gesagt, ja, also weißt du, du fühlst es alleine, ich fühle es alleine, das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir gesagt, letzte Grund. Also wenn schon, dann ja. Die Legende. Dann haben wir gesagt, hey, aber das ist so viel mal mehr, das klappt nie im Leben. Und dann haben wir auch gesagt, wir wagen das und wenn es dann nicht funktioniert, dann können wir doch immer noch zurück ins Hallenstadion und sie gleich helden. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. Es ist so, dass etwas ansagen und wenn es nicht funktioniert, hey, dann hat es halt nicht funktioniert. Yeah. Stell dir mal vor, man macht Konkurs in der Schweiz. Da bist du gestempelt für dein Leben. Das meine ich eben mit dem Schweizerischen, ja, oder? Also mit dem Projekt, das wir jetzt hier gemacht haben, mit dieser Erlebniswelt, mit dem Hotel und allem. Wenn das nicht funktioniert, dann wird auch meine Musikkarriere nicht mehr funktionieren. Weil wer will schon an einem Pleite zujubeln? Ja, oder nicht? Das ist so. Bist ehrlich? Ich wäre sehr wahrscheinlich von dir auch nicht eingeladen worden. Oder ja, jetzt hat er noch gesehen, jetzt hat er es übertrieben, jetzt hat er noch das Hotel gebaut und Konkurs gemacht. Weißt du, was ich meine? Aber ich sehe es aber nicht so. Also, ja, aber die meisten Leute sehen es so, oder? Und irgendwie, wenn du Amerika Konkurs machst, dann sagt jeder, hey, aber du hast es probiert. Ja. Yeah. Und das ist ja, vielleicht ein bisschen unschweizerisch an mir. Ja, vor allem eben, erstens nicht Angst haben vor dem Scheitern und zweitens eben Scheitern als, nicht auch als etwas Schlimmes gesehen. Also weißt du, mein aktuelles Programm heisst Standauf, weil du ja eh immer wieder musst aufstehen. Und ich dann halt gesagt, man muss das Aufstehen zelebrieren. Und ich sehe das eben genau als der wichtige Aspekt von, so wie du planst, kann es eh nie rauskommen. Und du improvisierst dann in dem Ganzen, aber Scheitern gehört dazu und man sollte das wie? Man muss es zulassen. Zulassen und umarmen, blöd gesagt, oder? Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Lebenseinstellung, die ich nicht allzu oft sehe. Ich sehe sie in meinen Bereichen öfters, also eben so, lustigerweise ist es, wie du sagst, Showbusiness, so jetzt mal als solches, ist ein Ort, wo wahnsinnig viel muss gescheitert werden, oder? Weil eben sogar, keine Ahnung, bringst 5 Singles raus, eine wird nicht ganz so gut laufen wie die anderen 4, oder? Das ist dann halt schon wie ein Scheitern. Und in einem anderen Business ist das, ich sage jetzt mal, viel mehr so grundsätzlich Medium
einfach so, es läuft immer etwa gleich. Oder? Ja, und, aber das kann man ja zum Voraus nicht wissen. Und darum muss ich immer, also glaube ich euch, Comedy ist es ja so, ihr habt, du spielst glaube ich nie das Programm, das du an Premiere gespielt hast, fertig wirklich, oder? Du musst ja Gags wechseln dir aus, wenn sie nicht funktionieren oder so. Absolut. Und das hat ja auch mit dem zu tun. Du musst ja den Mut haben, mal rauszustehen und mal Gags rauszudroppen und dann halt auch sagen, ja, okay, der funktioniert nicht. Ja, yeah, ja. Ihr das einmal bei Bliss zum Beispiel, wo ich uhure super cool finde, dann finde ich das schon krass. Dann lehren die irgendwie zu fünften hoch, lehren die ein Lied, perfekt singen, eine Nummer, studieren das ein und es zuckt nicht beim Publikum. Das ist ja hure die Investition, die du da gemacht hast. Yeah. Also das finde ich schon krass. Ja, Comedy besteht aus Scheitern. So, der Seinfeld hat es, glaube ich, mal gesagt. Er hat gesagt, es ist eigentlich wie Baseball spielen. Oder? Die besten Hitter haben irgendwie eine Quote von, glaube 30% oder so. Und das sind die besten ever. Ja? Das heisst aber trotzdem, zwei Drittel von den Ball, die angeflogen kommen, treffen sie nicht. Genau. Aber ein Drittel treffen sie und der fliegt dann, was weiß ich, wo an. Und Comedy ist ähnlich, so vom Gefühl her. Oder? Du gehst mega oft raus und sagst, okay, das können wir gerade wieder weg tun. Das ist bei mir ist es beim Singen so. Zwei Drittel von den Tönen breche ich nicht. Aber wenn ich einen breche, dann tut es wie nass. Dann ziehst du ihn. Dann ziehe ich ihn durch. Was steht dann jetzt bis zum Tourbeginn an? Also das Album kommt raus, ist draussen, wie man es auch immer nennen. Genau. Einerseits tust du für das Promo machen und andererseits Tour. Was steht sonst noch an? Ja, wirklich, das wichtigste Moment ist Bühnenbild bauen, die Show bauen. Welche Songs spielt man, welche Songs spielt man nicht. Es ist auch ein Problem, wenn du 16 Songs auf einem neuen Album hast, oder? Du musst ein bisschen mehr selektieren. Ja, und vor allem, die Leute kaufen Billett, weil sie die alten Songs auch kennen. Also du musst die Songs, die Leute gerne haben, wollen spielen. Das ist auch so etwas, wo ich immer sage, ich verstehe nicht Leute, die Hits haben und die Hits nicht mehr spielen. Also weißt du, was ich meine? Du kämpfst jahrelang, für das mal einen grossen Song hast. Und dann, also ich meine, Oasis, ich meine, die könnte heute noch in Grinschuten. Ich meine, ich bin weg gegen Wonderwall auf den Gurten. Und sie spielen ihn nicht. Also weißt du, was ich meine? Yeah. Das ist doch einfach doof. Und so will ich nicht sein. Darum weiss ich, dass ich bis an mein Lebensende, wenn ich wieder bin, betreten, werde ich Mühe mit den Kühen singen und heiter erfahren. Das ist wie klar. Und das soll aber so sein. Für das bin ich dankbar, dass die Songs sich so gemausert haben, dass das die Leute heute die Weg hören. Und eben da, welchen Song spielt man, welchen Song spielt man nicht, wie macht man das ganze Programm, das wird im Moment die grösste Herausforderung sein, nebst allem anderen, was noch läuft. Es ist eine grosse Freude gewesen, mit dir können zu schwätzen, dass wir uns ein bisschen kennengelernt haben, so ganz ein bisschen. Ja. Komm mal an eine Show, ich komme mal an eine von dir. Sehr gut, mega sehr gern. Wünsche dir ganz viel Erfolg. Glöckele. Sag es nochmal. Glöckele. Glöckele. Also ich probiere es noch ein bisschen. Glöckele. Wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Und danke Christoph. Bis bald. Danke Christoph. Bis. Gern geschehen. We'll be right back.